Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen, Barbecue. Heute ist das Geld. Wir machen heute einen Sucuk-Hotdog. Und wie man den macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das wird scharf essen. Man sieht es, ich dampfe schon, oder? Ja, wir brauchen mal Zutaten. Und zwar habe ich hier als allererstes Zucker. Da brauchen wir ungefähr so einen Esslöffel voll. Dann habe ich schon mal eine große Gemüsezwiebel auf dem V-Hobel so ungefähr auf die Dicke, ganz dünn runtergehobelt. Dann nehme ich noch eine Zitrone dazu, habe einen halben Esslöffel voll Sumak, zwei Hotdogs, weil wir zwei Hotdogs machen. Dann denke mal so ungefähr einen Esslöffel voll von so Sriracha-Mayonnaise. Das ist so eine scharfe Mayonnaise, wenn ihr die nicht habt, dann macht da Mayonnaise und macht ein bisschen Hotsoße ran. Funktioniert genauso. Dann habe ich ein kleines Stückchen Käse, das werden so 40-50 Gramm Schafskäse sein. Ganz wichtig, zwei Sucuk-Würstchen, also vom türkischen Supermarkt eures Vertrauens. Manchmal kriegt man die auch bei Real oder bei Kaufland. Einfach mal gucken, gibt es verschiedene Sorten und ja, irgendwie schmecken die meisten. Dann habe ich noch dazu ein bisschen hier mit Schaf an der Stelle. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch nehmen, das heißt Pulbiber. Gibt es im türkischen Supermarkt, aber ansonsten zum Portes Gemort nehmt ihr das. Und frechen Feta, und wenn ihr den nicht habt, ja, dann könnt ihr euch den nachwischen. Rezept findet ihr unter www.klausgrillt.de oder ihr kauft den zum Portes Gemort, auch das ist immer eine Option. Dann habe ich hier noch eine Zitronenpresse und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. Als erstes nehmen wir mal so einen Esslöffel voll Zucker ungefähr auf unsere Zwiebeln. Und dann kommt unsere Quetsche zum Einsatz. Da mache ich immer die Zitronensäureviertel drin, Deckel drauf und drückt den Zitronensaft da schön auf die Zwiebeln. So, und die ganze Zitrone da richtig schön drin drücken. Mega. Darauf kommt dann so ein halber Esslöffel von dem frechen Feta-Gewürz und ein halber Esslöffel von den Sumak. Die Zwiebeln, die habe ich nicht nur geschnitten, sondern die habe ich vorher auch gewässert. Also immer unter spülendem Wasser, dass die Schärfe so ein bisschen verlieren. Und dann mischen wir das halt immer durch, dass sich schön miteinander vermischt. Und dann werden die Zwiebeln gleich anfangen, so ein bisschen so Wasser abzusondern, ein bisschen Saft abzusondern. Das dauert so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann haben wir einen schönen Zwiebelsalat. Total lecker, kann ich euch sagen. Wer jetzt Sumak nicht kennt, ja, kannst du erklären? Das ist berechtigte Frage, natürlich. Der Sumak ist ein rotes Pulver und wenn man da mal dran riecht, doch, zieht sie gleich so die Nüsse auseinander. Riecht wirklich ganz streng nach Essig. Ist Essigbaumgewürz, nennt sich das. Und man kriegt in Deutschland eigentlich kaum bis gar nicht. Also im stationären Laden, nur im türkischen Supermarkt. Da allerdings auch in Großpackungen, kostet echt nicht viel. Aber man muss halt irgendwie rankommen. Ansonsten kriegt man es im Internet eigentlich an vielen Stellen noch bestellt. Und dann wird es relativ schnell gehen, dass die Zwiebel weich wird. Sucuk befreien wir dann hier von dem Band erstmal. Da steht nur drauf, wer es war, wo man her hat. Aber naja, gibt es verschiedene. Dann stellen wir hier mit dem Messer eben ein. Und ziehen hier die Haut ab. Alle die beiden Dinger echt super. Zack, weg. Und halbieren eh mal unser Sucuk der Länge nach. So, genau so. Und dann machen wir mit der anderen ganz genau so. Zeit, den Grill anzuschmeißen, beziehungsweise der ist schon an. Und jetzt legen wir die Sucuk erstmal hier auf die Hautseite. Und grillen die von jeder Seite so, jetzt unter Volllast. Also Volllast heißt 1, 2, dann ist das schon zu heiß. So ungefähr eine Minute an. Also praktisch von drei Seiten. Die Hotdogbrötchen hat man hier oben aufgelegt und die werden schon mal so ein bisschen aufgewärmt. Und hier unten ist es Zeit, die erste Drehung zu machen. Siehst du, da ist schon ein bisschen Bräunung dran. Stellen wir mal diagonal. Jetzt hat er hier auch schon Feuer gekriegt und dann drehen wir weiter. Hier hat er da oben. Jetzt drehen wir hier wieder hoch können. Siehst du da? Da kriegt man im Prinzip super gegrillt, die Dinger. Geil. Brötchen ist super schnell warm und kann jetzt runter. Und die Sucuk auch. Da klappt mal die auf und das sind die Dinger, die einfach mal wegbrechen. Aber das passiert mir, das passiert euch. Und wenn das passiert, braucht ihr euch nicht grämen. Jetzt machen wir als allererstes was von dieser Sriracha-Mayonnaise auf. Die ist schön scharf, so mag ich. Dann kommen zwei Stücken Würstchen auf die eine Seite. Und dann den Käse so ein bisschen rüberbröseln, also einfach so aus der Hand raus. Genau so. Dann die Zwiebeln dazu. Und das ist natürlich jetzt anders als bei so einem nordeuropäischen Hotdog oder bei so einem amerikanischen mit Röstzwiebeln, sondern hier ist richtig mit diesen frischen orientalischen Sumak-Zwiebeln. Total geil. Und direkt oben drauf nochmal ganz vorsichtig hier ein paar von den Chili-Flocken drüber. Und dann ist der schon verzehrfertig. Geil, oder?
Und ich würde sagen, statt dem Mittelschnitt machen wir jetzt einfach rein in die hohle Birne und ich hab jetzt mit da vorne und ab. Auf euch. Wie so gierig. Ein Knüller. Mega. Na, du hast ja so, ja, die Sucuk, die ist ja schon schön scharf. Dann lassen wir noch den Chili aus diesem, mit scharf, aus diesem, richtig aus diesem Chili mit dazu. Dann kommen natürlich die Zwiebeln noch dazu, mit den Kräutern dazu und vor allem mit Sumak, dieses Essiglast hier mit der Zitrone. Und natürlich hier die scharfe Mayo. Also, geile Nummer allerdings, man muss es einschränken. Ich vermute eher nichts für kleine Kinder. Ich würde sagen, das war für Männer, die alleinstehend sind oder wo die Frau das ab kann, dass man so viel Zwiebeln und Knoblauch isst. Also ist wirklich schon mit der Sucuk drin nichts, wo man sagen muss, jetzt nicht danach noch irgendwo auf Party und jemanden kennenlernen, würde ich sagen, an der Stelle den Rest des Abends oder besser gesagt den Rest des Wochenendes mal nicht. Aber super lecker und ich kann euch mal sagen, Sucuk ins Haus holen, ein paar Zwiebeln, den Rest hat man meistens da, ein bisschen Sumak-Gewürz ran. Geile Nummer, kriegt man super hin und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grill Barbecue, macht's gut.